Daniel Dagan, den israelischen Journalisten. Ich grüße Sie ganz herzlich in Berlin. Hallo, also wir Abend. bringen mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Das, was da jetzt an Ergebnis vorliegt, ist natürlich ein bisschen unklar noch. Sie können wahrscheinlich auch keine klare Prognose abgeben, wie es ausgeht. Aber gehen wir es doch mal an. Ein Benjamin Gantz, was wäre ein Israel mit ihm als Ministerpräsident? Also zunächst haben wir drei Prognosen von drei verschiedenen Kanälen. Das, in großen Zügen kann man sagen, zwei große Parteien, die Likud-Partei und die Partei von Gantz, blau-weiß, ungefähr gleich groß. Und dann mehrere kleine Parteien. Die Taktik von Gantz ist heute, wenn er Ministerpräsident sein sollte, das glaube ich im Moment noch nicht, das ist noch zu früh, er will die Kräfte und die Parteien, die heute Netanyahu unterstützen, das kam sehr deutlich in seinen Aussagen jetzt, zu sich ziehen. Er will gewinnen diejenigen, die heute noch Netanyahu unterstützen. Denn in den Blöcken, wenn man die Blöcke vergleicht, der linke Block und der rechte Block, ist der Block von Netanyahu immer noch größer, laut den Prognosen von diesen Fernsehanstalten. Ich glaube, früh am Morgen werden wir noch nicht wissen, wie es weitergeht. Es wird wahrscheinlich noch bis morgen Abend dauern oder sogar länger. Gut, das warten wir gelassen ab. Aber die Frage ist, ein Ministerpräsident Gantz, was wäre der für ein Ministerpräsident und was wäre das für ein Israel dann? Ein anderes? Es wird ein anderes sein, ein anderer Stil, eine andere Person. Er wird versuchen, wie er sagte schon, die Gesellschaft zusammenzubringen. Die israelische Gesellschaft ist sehr gespalten. Ob es ihm gelingt, wissen wir nicht. Ich möchte vielleicht fast eine Anekdote aus deutscher Sicht. Die israelischen Wähler, die heute gewählt haben, standen vor einem Kasten mit 40 verschiedenen Listen. Sie hatten Auswahl von 40 verschiedenen Parteien. 10 von ihnen oder vielleicht 12 von ihnen werden im Parlament vertreten sein. Aber die israelische Gesellschaft ist in der Tat sehr, sehr gespalten. Das andere, was er machen will, laut seinen eigenen Aussagen, er will versuchen, mit den arabischen Staaten und mit den Palästinensern zu einer Abmachung zu kommen. Das will auch Netanyahu. Beide würden warten auf den Trump-Programm, auf den Trump-Vorschlag. Die Amerikaner sind dabei, jetzt einen Vorschlag zu formulieren. Sie werden das präsentieren, wahrscheinlich in den nächsten Tagen oder Wochen. Aber im Prinzip, wie er gesagt hat, will er die Westbank behalten, in dem Sinne, dass die Sicherheit, die Verantwortung für die Sicherheit in diesem Gebiet bis zum Fluss Jordan soll unter Israel, in der israelischen Verantwortung bleiben. Er sagte, die Sicherheitsgrenze Israels ist am Jordan. Er will auch die Blöcke der Siedlungen behalten. Er hat nicht erwähnt Zwei-Staaten-Lösung, was in Europa so populär ist. Insofern sehe ich keine großen Unterschiede zu der Politik von Netanyahu, aber das lässt sich ändern. Erstmal muss ein Prozess beginnen der Verhandlungen und der Annäherung an die Palästinenser und an die arabischen Staaten, was jetzt schon stattfindet. Bevor wir gleich weiterreden, dann über die Zukunft mit einem Ministerpräsidenten Netanyahu. Ganz kurz zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Sie sagen, ein gespaltenes Land. Wie denn gespalten? In die klassischen Parameter von rechts und links oder anders? Also Gantz hat seine Kampagne damit begonnen, dass er gesagt hat, es gibt nichts rechts und links. Wir sind alle Israelis, wir sind alle gemeinsam. Er hat appelliert an die Einheit des Volkes und er hat behauptet, wir sind nicht gespalten in rechts und links. Aber das ist nicht unbedingt die Realität. Die Realität ist die, dass es doch ein Lager gibt von Menschen, von Israelis, die denken, man muss eine härtere Politik betreiben gegenüber den arabischen Staaten, gegenüber den Palästinensern, gegenüber den Feinden Israels. Die Konzessionen, die Zugeständnisse, die Israel bisher gemacht hat, etwa im Gaza oder sonst wo, haben nicht dazu geführt, dass wir Frieden bekommen haben. Wir müssen weiterhin
auf unsere Positionen, vor allem Sicherheitspositionen, beharren. Und es gibt diejenigen, die glauben daran, dass durch Zugeständnisse Israel mehr Sicherheit bekommt und vielleicht die Chance erhält, zu einem Ausgleich mit den Arabern zu kommen. Wenn es denn dazu käme, wenn es denn zu diesem richtigen Frieden käme, das wäre natürlich wünschenswert. Alle wünschten es sich. Aber wenn man jetzt darauf schauen würde, mal, was mit Benjamin Netanyahu weiter ginge, wenn es denn so bliebe. Wir haben im Raum Annexionen, die angedroht werden. Natürlich jetzt auch noch diese Aussicht, dass er eventuell mit den ultraorthodoxen Juden dann zusammenarbeiten möchte. Was für ein Israel werden wir nach dieser Wahl erleben mit ihm? Also wenn Netanyahu weiter regiert, wird es ungefähr so laufen wie bisher. Er wird natürlich mit den ultraorthodoxen Parteien regieren. Das will er übrigens auch Gantz, das hat er gerade gesagt, er will mit allen zusammenarbeiten. Ohne diese ultraorthodoxen Parteien gibt es keine Regierung in Israel. Es sei denn, das ist auch eine Option, sollte man auch erwähnen, es sei denn, es kommt zu einer großen Koalition zwischen Netanyahu und Gantz. Wäre das aber denkbar? Das ist wirklich alles weit, weit offen. Das können wir nicht wissen im Moment. Die Koalition von Netanyahu wird weiter regieren. Netanyahu hat gesagt, in den letzten Tagen hat er seine Aussagen verschärft in Richtung Recht, um die rechten Wähler zu sich zu ziehen, und hat gesagt, er würde das israelische Gesetz die jüdischen Dörfer und Städte in der Westbank, die jüdischen Siedlungen, unter israelische Hoheit bringen, auch offiziell, was ohnehin schon der Fall ist. Und das ist das, was er demnächst machen will, allerdings mit Abstimmung mit den USA. Und mit den USA ging es in letzter Zeit sehr gut, was Abstimmung angeht. Wir haben die Jerusalem-Entscheidung, wir haben die Iran-Entscheidung, wir haben die Entscheidung über die Golanhöhen. Trump und Netanyahu scheinen sich gut zu verstehen. Wir sind insofern ja schon gespannt, wie es weitergeht. Vor allen Dingen müssen wir jetzt erst mal abwarten, wie die Mehrheiten sich entwickeln. Ich sage Dankeschön nach Berlin für diese Einschätzungen und Gedanken über Israel und die Zukunft. Dankeschön, Daniel Dagan. Danke.